Ja. Du kommst. Was hast du da für, was hast du da für Brühe drin? Bellheimer Kellerbier, kommt aus der Pfalz. Aha. Bei uns um die Ecke. Okay. Ja. Und das schmeckt? Das ist sehr süffig. Da. Gut. Haben wir zu zweit mitgebracht hier. Okay, den habe ich erst schon mal drauf gehabt. Dann würde ich sagen, da lassen wir es noch schmecken. Ja. Und wenn das gut ist, dann rufen wir dich an, dann bringst du das nächste Natürlich. Mal in Kastenbier nochmal mit. Ja. Gut, dann machen wir doch so. Stell den in die Ecke. Wir müssen jetzt schaffen, wir trinken den erst abends. Leute, ich muss die Brille hochziehen, das sehe ich gesünder aus. Samstagabend, seit einem Dreivierteljahr, jetzt geht's Telefon. Ich gehe jetzt mal kurz ans Telefon, ich fange aber gleich nochmal neu an. So, ich sehe jedenfalls am Telefon, das war eben gerade meine Frau. Alles gut. Dido, du hast einiges erlebt in dieser Pandemie, mit dieser Pestsituation. Der hat nämlich zweimal Corona gehabt. Einmal. Einmal. Aber zweimal Quarantäne. Katastrophe. Und der Dieter, das ist der Mann, der bei uns immer, das ist der Festesel. Hier Leute, ich mache nochmal so ein kleines Spiel von rein. Der Dieter ist der Musiker und der Karnevalist in unserem Dorf. Das ist die absolute Nummer eins. Und jetzt sitzt er nach Monaten das erste Mal bei mir und wir trinken halt gerade irgendwie so ein Moment. Das muss ich zeigen. Die Kreuz waren heute auch da. Bellheimer Bier trinken wir jetzt. Kennen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir trinken das, was schmeckt. Und es schmeckt sehr gut. Und ich war seit dem 1. April wieder mal hier. Aber ich weiß, dreiviertel Jahr nicht hier, Corona-bedingt und technisch bedingt. Und ins tiefe Loch gefallen. Man kann keine Musik machen, man darf nicht feiern. Also ist schon sehr schwierig für Kollegen wie Stefan Tuschel und mir. Ne? Also ich denke mal, ja, du bist ja auch so einer, der muss ja auch. Aber du hast nichts da wegstand. Du hast deine Kollegen. Ja, habe ich ja alles. Ich habe es ja doch gut, aber du bist der Künstler. Genau. Weißt du? Und Corona macht blind, Leute. Corona macht blind. Ich kann meine Frau nicht mehr sehen. Nee, es war ein Spaß. Nee, das ist Quatsch. Schreiben raus. Das muss rausgeschrieben. War ein Gag. Also ihr merkt schon, der Dieter ist immer, der macht immer Gags. Ja. Aber jetzt, nur mal so, bevor wir jetzt viel dumm Zeug schwätze, zeige ich euch noch einmal was aus dem Film. Ist aber auch, glaube ich, schon. Ja, ein paar Jahre her, aber gut, egal. Ein paar Jahre her. Ein großes Fest vom Karneval, genau. Genau. Das ist Dieter. Nur mal so, warte mal. Jetzt kann ich alles zusammenschneiden. Das ist unser Dieter. Der Dieter mit dem Schiffklavier. Dieter, ich mache jetzt gerade mal aus. Hast du noch was zu sagen? Alles gut, bleibt gesund, das ist wichtig. Bleibt gesund in der Scheißpandemie. Wir werden uns wiedersehen und die Zeiten werden besser. Ja. Servus und ja. Und ich freue mich wieder, wenn der Dieter wieder richtig auf der Bühne Gas gibt. Hat das Schiffklavier in der Hand und dein Kollege, der geht es ja auch nicht besser wie dir, ne? Ihr seid ja immer so zweit. Wir müssen uns beide aus dem Loch immer befreien, was wir reingefallen sind. Und es kommt wieder, wir geben nämlich nicht nach, wir sind nämlich Kalbiger. Wir sind Kalbiger und auf die Motorradzeit, die am 1. April bei mir auch wieder anfängt. Motorrad ist alles und okay. Musik und Servus. Macht's gut. Die Dieter ist jetzt weg. Ich will nur eins sagen, hier, ich bin echt, von dem Typ bin ich echt ein Fan. Das Allerschlimmste ist eigentlich, dass die hier oben, ganz oben im Norden, die sind nämlich total geisteskrank im Kopf und die trinken nämlich von Eseln das Sperma und das wärmen die auf und die sagen, das wäre gut für für die Innereien und was nicht alles, wäre das gut, wenn das Sperma vom Esel trinkst und isst. Das ist einfach nur ekelhaft. Naja, das ist erst nächste Woche, wo es das hier, das scheiß Elfbeinfisch wieder gibt. Und dann gehe ich auf die Yacht mit meinem Chef und dann fresse ich mir schön die Augen zu. Cool. Oh. Ja, wie, die saufen Eselsperma aufgewärmt. Wo bist denn du da? Ich dachte, du wärst ganz oben im Norden und nicht in Zentralafrika. Was ist denn los? Wo bist denn du da? Bei den Kannibalen. Ja, anscheinend. Pass auf, dass sie dich nicht fressen, wenn die nicht mehr haben. Das ist ja nur Zwischenstopp, wo ich hier gerade bin. Das ist ja hier noch Zivilisation. Aber nächste Woche fahre ich in die Grenze von Russland, Norwegen.
Schweden und Finnland. Das ist bald am Nordpol. Hier sind es schon minus 15 Grad. Oh, scheiße. Und da ist es nämlich so, dass die dieses scheiß Elchsperma trinken. Das ist nicht normal. Das ist ja, ich genieße es ja hier noch. Und nächste Woche, dann kannst du auch nur mit Schlitten unten so einem Scheiße fahren. Hm. Ja, dann musst du dir mal warme Gedanken schon mal vorher machen. Nicht, dass du da dich kaputt frierst. Aber du musst auch aufpassen, weil nicht, dass sie dich da mit Elchsperma und Wodka abfüllen, dass du schönes Fleischgeschmack kriegst. Dass du einen guten Geschmack hast, nicht, dass die dich dann grillen und dich fressen, wenn es da nichts gibt. Und wenn er herkommt, macht er erstmal einen Test. Warte, jetzt. Und wenn du herkommst, wenn du wieder zu uns kommst, kriegst du erstmal einen Testeinlauf gemacht von uns. Ich weiß ja schon wie, ich hab doch Spritzen da. Die gefüllt mit Castrolöl. Dass du mal wieder desinfiziert bist von innen. Was hat er denn da drauf? Das sind, glaube ich, zwei tote Elchens. Ach du Scheiße. Das sind schon Riesenviecher, oder? Ja. So, da. Das ist das Schlimme, mit dem wir noch. Das ist so ein Schneemobil, wo er da mit rumheizt. Okay. Sieht schon cool aus, gell? Ja. Und da ist so ein festgefahrener Trecker. Bilder sind scheiße. Könnte besser sein. Was? Wehwehchen, blaue Flecke. Aua. Geschürft. Wir sind gestern schon Schneemobil gefahren. Und ein Arbeitskolleg hat sich schön abgelegt mit dem Karren, ist hochgefahren am Berg, das Ding auf die Seite geschmissen und sich schön aufs Bein. Das ist einfach nur asozial, diese Dinger. Was ist? Das geht aber einfach nur vorwärts. Knieschützer anziehen. Knieschützer, wie wir Enduro-Fahrer haben. Ja. Ja, dann wäre das nicht passiert. Knieschützer und Brustpanzer. Ja. Aber wie viel PS hat denn so ein Schneemobil? Wie schnell wird denn das? Das sieht schon brutal aus, so ein Ding. Die Dirk ist an der BSA-Yamaha. Hier, unser Dirk ist an der BSA-Yamaha. Was hast du gemacht, Dirk? Ich habe erst die Lasche dran, aber ich habe festgestellt, ich bin zu weit weg. Und dann habe ich nochmal umgebohrt. Aha. Wir müssen dann halt Mäuetristan mal den Engangschlag nochmal probieren. Dann müssen wir mal runter tun. Ja. Die Gummis hatten wir ja auch nicht, die passen aber hier rein. Habe ich halt gefunden. Ja. Jetzt müsste das so drauf gehen, genau. Mhm. Sieht gut aus, ja. Wie ihr es haben wollte. Die Lasche habe ich halt abgeschnitten. Das magst du? Das passt. Da gehst du voll auf. Du hast dann hier, dein Ofen ist aus, drin ist gar nicht warm. Total vergessen. Du bist doch immer so Frierherz. Geil. Aber mit dem Tank, das kommt jetzt gut hier. Ja. Das ist cool. Ich muss halt gucken, wie ich jetzt mit dem Knüppel hier vorbeikommen. Ja, aber ich denke mal eher, dass wir hier anschlagen schon, dass wir eh einen Längenanschlag machen müssen. Ja. Ja. Ist schon interessant, das ganze Gerät hier. Wir haben eben gerade mit unserem Robin geschwätzt, unserem Tankspezialist. Ja. Der hat. Hier, was muss der saufen? Die saufen da warm gemachtes Elchsperma, weil sie meinen, das wäre gut für Körper und Seele. Was? Und er sagt, es gibt auch zur Zeit nichts Gescheites zu fressen. Er frisst die ganze Zeit Nüsse und er frisst auch die ganze Zeit nur Pude. Und was nicht Pisse und Scheiße getrennt kann, das ist sowieso schon gar nichts. Wenn der kommt, hat er 10 Kilo abgenommen, oder? So hat er sich angehört. Den geht's psychisch scheiße. Was er noch erzählt hat, das wird erst morgens um 9 Uhr hell und um 3 Uhr ist es schon wieder dunkel. Das ist so hart. Und was er auch noch sagt, sagt er, viele, die hauen sich so voll, so zu, dann kommen sie nicht mehr heim und dann liegen sie im Schnee und morgen sind sie tot. Wie lange bleibt der da? Der kommt jetzt wieder am 26. Ja, 26, das ist noch lange Zeit. Ja, und dann müssen wir sehen, wenn der kommt, dann tun wir Sauschlachten. Der braucht dann richtig Fleisch. Der arme Kerl. Muss den Grill nochmal anmachen. Ja, hoffentlich kommt er. Nicht, dass der nach, ich meine, der ist ja auch schon gefährdet, ne? Der ist aber stark. Der ist junge Kerl, der ist stark. Der ist stark, ja, genau. Aus. Servus. Ja. Dirk, du bist ja mit der BSA-Yamaha hier im Einklang. Ich habe ja noch gar nicht gefilmt. Hier geht's ja schon richtig rund, was du da treibst. Das ist der Kotflügel.
wo er so haben will. Hast du schon zurechtgeschnitten? Die sind aber, die Halter sind zu kurz, weil ich komme nicht hin. Ich muss aber so weit zurück, sonst schleift unser Rad. Siehst du es vorne? Ja, ja. Gut, die also. Ich neu mache. Ja. Neue Halter. Und der Sitzer, was da passiert? So, das ist ja wieder speziell hier. Er hat ja einen Starrrahmen, ne? Jetzt ist es starr. Ja, er will ja auch starr sitzen, weil er will die Vibration aus dem Einzylinder auch im Arsch spüren. Der Mann, der dem das Motorrad gehört, das ist ein Harte. Der will das so, eine Männermaschine. Geil. Und der Tank hat er Dirk auch schon zurechtgebaut. Das ist schon so, da vorne, ja. Ich weiß, habe ich das sogar gefilmt? Da vorne hat er Halter gemacht. Hier hinten ist er auch fest. Das Ding sitzt wie ein Einzähler, wackelt das ganze Motorrad, wenn du da machst, aber nette Tank. Ein Traum. Mit dem Schutzweg hin, das wird auch cool. Ja. Wir lassen noch ein wenig arbeiten. Nur erst einmal so Vorab-Aufnahme. Von hinten sieht die aus wie so eine alte Grasbahnmaschine. Ja, da haben das glaube ich auch her, das Foto oder so. Ja. Mit dem Fabian ist oben genau auf jetzt, gell? Bin schon fast fertig. Was hast denn du jetzt eigentlich gemacht? Bist du auch schon zwei Tage da dran? Ich hab den Tacho angepasst, die Verkabelung angepasst. Da fehlt aber noch der Sensor, gell, hast du gesagt. Da fehlt noch der Tacho-Sensor. Ja. Hatte Fabian, glaube ich, selber mitgebracht gehabt, gell? Den Tacho hat er selber mitgebracht. Aber das Problem haben wir ja auch öfters, weil Daytona ja denkt, man braucht nicht unbedingt einen Sensor oder ich weiß nicht, was sie denken. Und dann schicken sie einfach keinen mit. Ja, egal, ist halt nicht dabei, muss man ja, ist nicht dabei. Ja. Müssen wir jetzt warten, bis er da ist. Ja, dann habe ich hier die Blinker reingemacht. Ah, was kann ich denn zeigen? Die Moto Gadget. Genau. Die hatte Fabian auch mitgebracht. Ja. Und die Heißseite haben wir eben gerade noch montiert. Die haben wir gerade dran gemacht. Die Spiegelchen. Mhm. Die sehen aber nett aus, ne? Die sind schön. Kann man hier noch ein Gelenk verstellen? Ja. Ja. Gut, das ist halt der Tacho. Und da hinten, ein Blinker ist leider kaputt. Ah ja, aber da haben wir nicht kaputt gemacht, wollen wir gleich klarstellen. Hatten Falls wir aber auch schon öfters. Ja. Neues Zeug, ja. Kaputt. Kaputt. Das sind die Dore. Aber du hast heute neue bestellt? Ich habe heute direkt nachbestellt. Und der Fabian kriegt ja bestimmt, der hatte wahrscheinlich noch die Quittung, kriegt den zurück. Ja. Die sind doch jetzt neuer, gell? Die haben jetzt hier die, so genau, Größe. Die haben hier noch so einen Kühlkörper gemacht, der auch gleichzeitig die Schraube ist. Das ist eigentlich cool gemacht. Ja, so. Das ist ganz gut. Also die entwickeln sich auch weiter. Ja. Jo. Batterie habe ich eingebaut, Batteriekabel habe ich gemacht. Lauter so. Ah ja, hier ein schönes, geiles Batteriechen. Wir wollten ja erst eine größere reinmachen, aber die gibt es nicht mehr. Nee. Jetzt hat Dirk aber schon eine Batteriekaste gemacht gehabt. Okay, ist aber in Ordnung, es geht. Ja. KNL-Luftfilter habe ich bestellt, die sind auch noch nicht da. Ja. Ach, Griffgummis haben wir andere drauf gemacht. Der Fabian hat nämlich Griffgummis mitgebracht, das war aber nur Quatsch, weil die waren hinten zu. Das war leider und dann da mit dem Katermesser aufschneiden, das sieht auch scheiße aus. Nee. Wir haben dann gesagt, mit dem Gasgriff auch immer Probleme. Ja, genau. Scheiße. Ja, was wir halt auch gemacht haben, wir haben zum Beispiel den Lenker schwarz lackiert. Ja. Ah ja, du hast Licht, genau, Licht geht ja auch schon. Genau. Das ist die Superlampe, mit dem Standlicht Ring da. Das ist quasi Standlicht. Geil, sieht gut aus. Ja, das ist schon. Ja. Okay. Wenn der Schalter dann noch keinen Wackler hat. Aber ja, sieht gut aus. Gibt's auch der hat die auch irgendwo aus der Pampa gezogen, das Motorrad, gell? Das hat ewig gestanden. Ich glaube, der TÜV-Stempel war abgelaufen 2013. Ja. Gut. Ja. Und da vorne, das haben wir auch alles. Haben wir hier. Aha, blinkt schön. Hellermann. Achso, dahinter, genau. Die Nummerschildbeleuchtung leuchtet. Genau. Ja. Gut, wir haben jetzt aktuell nur die eine Seite. Leider. Aber gut. Ja. Gut. War schon ausprobiert. So wird, glaube ich, mit Sprit auch starten. Ja, Sitzbankplatte, Saunen vorbereitet, alles. Ja. Der Tank ist noch bei meinem Drosten, gell? Bei dem Tank, da bin ich gerade bei. Da habe ich Zitronensäure reingemacht. Das tut jetzt auch schon zwei Tage. Mal sehen, ob es hilft. Wenn nicht, muss ich nochmal dran. Gut. Wenn der Tacho-Sensor da ist, der könnte vielleicht morgen kommen, ne? Wo hast du den bestellt? Bei Mattes? Bei Mattes, denn ist eigentlich hat er heute schon kommen können. Weil den habe ich Samstag bestellt. Aber Ach so. Das ist halt auch manchmal sehr gut. Dann kommt es zum Sattler und dann TÜV.
Und aktuell sitzt da schon ein paar Stunden drin, ne? Und der Fabian hat auch mal zwei Tage mitgearbeitet. Okay. Schon ein paar Tage. Wie viele Stunden hatte ich jetzt da? 50 waren es eben, oder? 30, 50, ja, so ungefähr 50 Stunden hängen da drin, Leute, ne? Nur mal so. Plus noch ein paar Teilchen. Mhm. Na gut, ist jedes Mal halt so ein Spaß. Okay. Dirk, du bist ja mit der BSA-Yamaha hier im Einklang. Ich habe ja noch gar nicht gefilmt. Hier geht's ja schon richtig rund, was du da treibst. Und der Sitzer, was da passiert, das ist ja wieder spezial hier. Er hat ja einen Starrrahmen, ne? Jetzt ist es starr. Ja, er will ja auch starr sitzen, weil er will die Vibration aus dem Einzylinder auch im Arsch spüren. Der Mann, dem das Motorrad gehört, das ist ein Harte. Der will das so, eine Männermaschine. Geil. Und den Tank hat er Dirk auch schon zurecht gebaut. Passt schon so, da vorne, ja. Ich weiß, habe ich das sogar gefilmt? Da vorne hat er Halter gemacht. Hier hinten ist er auch fest. Das Ding sitzt wie ein Einzähler, wirklich das ganze Motorrad, wenn du da machst, aber nicht der Tank. Ein Traum. Mit dem Schutzwerk hinten, das wird auch cool. Ja. Wir lassen noch ein wenig arbeiten. Nur erst einmal so vorab Aufnahme. Von hinten sieht die aus wie so eine alte Grasbahnmaschine. Ja, da hat das glaube ich auch her, das Foto oder so. Ja. Guck, was mich da stört. Siehst du, was wackelt? Der Öltank. Ja. Ich hätte gerne noch ein bisschen, aber es mehr geht halt nicht. Gell? Da haben wir hier einen Zentimeter Luft. Das muss reichen. Da ohne, ja. Ja, das reicht ja auch. Ja, gut. Man muss immer ein paar Kompromisse eingehen, ja, das nützt ja nichts. Wenn ich ein Stückchen weiter runter gekonnt hätte, hätte ich die alte Halter nehmen können. Aber ja, ich kann ja den Öltank nicht versetzen. Das ist ja dann auch wieder. Ja. Naja. Ja, so ist das halt. Egal, aber bis jetzt sieht das alles gut aus. Dann gehe ich wieder vor und mache meine Arbeit. Der Holger bringt XS 400. Ja. Tanklackierung ist geil, habe ich schon mal gesagt. Gut, also, wir sollen machen. Der Dirk hat eben schon mal Sitzbankplatte draufgelegt. Genau, Sitzbankplatte gepolstert, wird sie daheim bei seinem Polsterer. Lass ich selber machen, ja. Ja. Seitlich ein Nummernschildhalter? Seitlich, oder wenn es schöner aussieht, müsst ihr mal gucken. Aus eurer Erfahrung oder hinten übers Rad, das lasse ich euch freie Hand. Also mir wird es hier persönlich besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, freie Hand, alles klar. Genau. Schalldämpfer hast du dabei von Detlef Lewis, die kommen da drauf. Genau. Dann müssen wir hier noch die Halterungen da anpassen. Das sind hier die ehemaligen Fußrasten. Ja, die müssen wir nehmen als, genau, als Halterung. Batteriekasten machen. Ja, eine ganz kleine Batterie hast du ja dabei. Genau. Soll die auch da unten rein? Die soll da unten rein. Und auch, in meinem Verständnis passt sie nur hier hinten an diesen Schmutzfänger irgendwie. Gut. Aber ja, gut, müsst ihr gucken, was geht. Da lässt der Dirk sich wieder was einfallen. Genau. Die Vergaser sind zwar neu bedüst, original, alles sauber, ja, müssen aber abgestimmt werden. Ja. Gut. Genau. Elektrik ist klar. Du weißt Bescheid, ne, Tristan, mit der Elektrik. Gut, dann lass ich mich jetzt auch nicht. Gut, das müssen wir aber alles einstellen. Aber Ventile habt ihr selber eingestellt, oder? Ventilspiel. Nee, das lief ja. Also da habe ich nichts gemacht. Okay. Da lief ja alles. Okay. Haben wir noch was? Ja, und der ganze Spektakel halt dann irgendwann TÜV abnehmen, ne? Mit Eintragung. Ja, genau. Aber das wird ja vermutlich eine Einzelabnahme. Die zwei schöne Sachen hier stehen. Der Motor und der Rahmen. Und das muss jetzt zusammen. Gut. Du musst von hier was.
bist gerade oben im Steuerkopf. Da kennt sich sonst ja nicht so. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen schaufeln. Ja, ich finde jetzt hier gerade mal die Teile, die alt schon lackiert sind. Die Gabelstelle zum Beispiel, die Schwinge, hier die seitliche Fußrastenhalter. Aber hier, der Herr Prein. Warte mal, aus der Sonne raus. Da habe ich jetzt noch Arbeit. Das sind die Schraube für den Motor zum Festmachen. Da ist immer nichts sauber gemacht. Hast du mich mal vergessen oder wie? Habe ich die Scheiße wieder. Ich will es euch nochmal zeigen hier. Ne? Sieht hier oben, glänzt ja wieder. Da unten ist noch nichts gemacht. So geht das jetzt Schraube für Schraube. Gell? Schraube für Schraube. Die Stunde kostet 70 Euro. Und bildet euch nicht ein, dass man da eine neue Schraube reinmacht, weil die kostet nämlich noch mehr. Ja. Hier wird alles ganz anders gemacht wie vorher. Ja, hat sich ein bisschen was geändert, aber so sieht es auch besser aus. Ach, das mit dem Schutzbrecher hast du jetzt so gemacht? Ja, tiefer, das war zu hoch. Den haben wir es gekürzt, wie ihr es wollt. Ja, so sieht es auch besser aus, ehrlich. So sieht es auch besser aus. Und das Rücklicht kommt jetzt hier oben rein, jetzt hier unten auch noch. Das ist ja geil. Das war unact. Ja, aber das ist cool hier. Die Sicke einzulassen mit dem Röhrchen hier. Ja, ja, so. Ist klar. Das ist wieder spezial alles. Das ist spezial. Ja, ja. Die Nummerschildhalle hast du auch schon drauf. Ja, ja. Da kannst du auch schon gebaut. Können wir auch einen Abschlepphaken dran machen. Dann. Der gilt ja, der geht ja auch als Stützbügel durch, ja? Ja. Hammer, geil. So, was habe ich noch? Hier mache ich noch eine Verblendung hin. Das habe ich als Schablone erstmal nur gemacht. Ja. Dass die Elektrik abgedeckt ist. Ja, ist klar. Ach, das Schutzblech vorne hast du ja auch schon. Das ist doch ein Rest von dem Hinteren, ja, gell? Das ist der Rest. Jetzt will ich aber mal, wenn der Moje kommt, will ich ihn mal fragen, ob ich hier die Kante, ob ich die bürteln soll, dass mir eine Kante bürteln oder das so lasse. Ich weiß es noch nicht. Bevor wie, das kannst du auch? Bürteln? So bürteln, eine Kante dran bürteln, muss halt dann geschliffen und gespachtelt werden. Das ist halt Arbeit, gell? Aber ansonsten ist sie dann so weit. Hier kommt noch ein Lampenschirm hin. Dann habe ich hier schon aufgemalt. So, den schneide ich mir dann das Blech aus. Der sollte dann hier irgendwie noch hin. Wem es gefällt, naja, gut, okay. Ja, gut. Dann ist es auch hier oben schön abgedeckt. Da ist er vorne oben zu, ja. Cool. Ja, das hast du doch wieder schön gemacht. Ja, das ist jetzt so, sieht es auch besser aus wie mit dem Schuss. Ja, es sieht besser aus. Nah dran und hier oben hoch, das war nicht. Ja, stimmt, sieht echt gut aus. Gut. Ich bin der Letzte. Hab die Blickjacke an, wie ihr seht. Das war halt hier heute so meins. Warte mal. Das ist das Fahrwerk von der Boldor. Brein sein Motorrad. Hab das jetzt alles hingelegt. Brein kommt morgen auch. Dann wird das Ding hoffentlich auf die Füße gestellt. Hier hinten stehen die Räder. Die Schraube sind poliert. Das hat der Brein noch gemacht. Die sind geordnet. Und morgen geht es hier rund. Hier, das ist so kalt da draußen. Das geht mir so auf die Eier. Da wir haben 10 Grad aktuell. Gut, was will ich noch erzählen? Tillmann war heute da. Und heute noch mal, ich habe sie laufen lassen. Tillmann hat sie heute das erste Mal live gehört. Der hat sie ja schon im Video gehört, aber heute hat er sie das erste Mal live gehört. Ja, wenn jetzt noch ein paar Sachen geändert, was er gerne haben will, das seitliche Nummerschildhalle wird zum Beispiel gebaut und so gewisse Sachen. Der Dirk hat bei der BMW heute angefangen. Wir haben heute hier wieder reingestellt. Guckt euch das an hier.
Katastrophe. Hier oben lauter Pläne, was weiß ich. Hier hängt der ganze Kabelsalat rum. Es ist ein Albtraum. Hat er nämlich Audi auch verdreht? Sag ich, kriegst du es hin? Ja, ja, kriege ich hin. Ach, was heute auch noch war? Yamaha, hier, Moment. Die kam heute zu uns. Das ist eine XS400, so als Krempler. Da hat der Kollege auch schon mal angefangen dran zu arbeiten. Da müssen wir jetzt noch diverse Sachen machen, zum Beispiel wie Elektrik und also ganz viel. Das sieht nämlich alles katastrophal eigentlich aus. Na egal. Gut, bei der GSX hier habe ich jetzt gerade noch gar nichts gemacht. Da will ich mal sehen, dass ich da auch noch irgendwie dazukomme. Ah Gott, hier hat sich auch nichts getan. Vom Fabian. Die Honda, die ist heute auch elektriktechnisch da vollendet worden. Das geht auch alles. Und ich fahre jetzt auch heim. Es ist kurz vor 7:30. Aber da sehe ich hier gerade noch was auf meinem Bildschirm. Diese Honda, vielleicht kennt die einen andere noch, die habe ich immer gebaut. In Boldor war das immer in ganz frühen Jahren. Da war das Kaffee-Resource-Thema noch gar nicht aktuell bei uns. Hier Speicherräder reingemacht, von einem Schobber die 4-in-4-Anlage drauf. Der Schutzweg vorne ist ja eigentlich relativ lang, ne, für heutige Zeiten. Das war damals schon kurz. Das hatte ich erstanden von einer CB400 Schobber. Der hatte so kurze Schutzwege drauf. Das Ding ist halt auch startklar. Habe ich jetzt hier auf meinem Computer als Bildschirm. Hier, ich mache mir jetzt heim. Macht's gut. Gerade mal so einen Rundgang durch die Werkstatt. Hier, Armin, dein Rahmen ist gestern schrallt. Ich will ihn gerade mal ins Bett legen. Armin. Das ist dein Rahmen, den wolltest du nämlich lackieren. Er steht hier rum. Nimmt mir Platz weg. Das ist nämlich ein Rahmen von einer CB450, Leute. Kennt ihr die noch? Der hat den geilen Motor, den alten. Und das sind die anderen Teile. Der Armin kommt jetzt demnächst und tut es lackieren. Soll er mal. Armin, gib mir mal Gas. Damit wir hier wieder Luft haben. Jetzt geht's Telefon, das ist wahrscheinlich meine Frau. Immer noch 7:30. So ein Zwischenbericht. Stoßdämpfer sind drin, Schwinge ist drin, Hauptständer ist dran. Jetzt kommt noch der Seitenständer und dann baue ich noch das Rad rein. Und der Brian ist immer noch nicht da. Mein Herr, der wollte heute morgen da sein. So, jetzt müssen wir hier das Ding mal hochhalten. Und du jetzt, weil ich mache das, du hältst das Motorrad noch nicht fest. Ja. Ja, super. Das war ja wie. Das war ja ein Killergeburtstag. Ja. Aber das mache ich jetzt auch noch nicht rein, weil ich muss erst fetten. Okay. Was? Ich schau jetzt mal. Jetzt kommst du mit deiner Montage. Das haben wir gerade gegessen. Es gibt heute keine Montage, deswegen auch Nachtisch für das Scheiße. Ganz vorher haben wir auf dich gewartet. Servus. Komm her, geh gleich hier drüber hin. Nimm du den Hauptständer.
Uno, auf den Hauptchef. Oh Gott, danke. Gut. Hat die Hände so stehen? Nö, der Motor ist ja vorne, ne? Aber es ist eine Festwende. Du hältst? Ich hab's noch. Und? Wie geht's euch? Na gut. Schraler wird gerade gelobt, weil das so schnell war. Und ja, da ist er, da ist er, jetzt ist er endlich da. Sonnenschein. Ja, Sonnenschein, du bist am Lachen. Maultaschen hat sie versprochen, mitgebracht, gar nichts. Greppel. Ja, toll. Zieh die Schraube fest. Mein Gott, wenn die allzu werden wie du, ich würde hier wahnsinnig werden. Wenn man das Rad reinkriege. Ein roter Volk. Klappt das? Genau, Dirk, lass ihn mal das ab, wenn das hinne. Gut. Ich weiß nicht, ob ich eben drauf gedrückt habe. Das war das eine Mods-Aktion mit drei Mann das Rad rein. Nein, hast du jetzt das Rad drin? Sitzt. Ich hab das Rad reingemacht. Kann ich jetzt gehen lassen? Nee, kannst es gehen lassen. Ist ja schwer. So, dann tun wir mal den Kabelbaum wieder schön neu verwickeln. Da sind hier ein paar blanke Stellen drin. Der wird da richtig hübsch. Yes. Alfred ist heute unser Tagesheld, weil er hat ihm gerade einen Auspuff gebracht, es ist noch keine halbe Stunde her. Der Sebering war erst Gold und vergammelt, jetzt ist er gesandstrahlt. Das läuft ja. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und entspannen. Ja, und hier bei mir ging es eigentlich auch ganz gut voran. Die Räder sind drin, die Gabel hast du ja reingemacht. Da kamst du ja gerade noch rechtzeitig, dass du sauber schaffst. Entschuldigung, das ist ein dummer Sprichwort. Ich komme immer zur falschen Zeit. Ja, hier die Zündspule sitze, die Vergaser, die neue KNN waren alle da. Die schöne kleine. Ja, und die Elektrik haben wir hier ohne reingebastelt. Und die Batterie kommt hier oben rein unter den Tank. Das ist jetzt bei uns Neumode. Da braucht die Dirk nicht so große Batteriehalter zu bauen. Na, auf jeden Fall, sie steht schon mal auf den Füßen. Brian, wir tun heute Abend noch einen längeren Besteller, damit wir das Ding auch richtig schieben können. Auf jeden Fall. Okay. Wir müssen noch ein bisschen einkaufen. Ja, okay. Die Dirk ist heute super aktiv. Er steht wieder ohne und lackiert. Und hier hat er schon mal Teile hingelegt. Die hat er gerade frisch gemacht. Das ist noch alles noch nass. Die sind vom Brian. Ja, Brian seiner Boldor. Und die kann man das mal auch anbauen, weil wir sind nämlich schon recht weit. Sieht richtig gut aus. Cool. Mal über die Sprüche geklopft, dass du heute Lackiermeister bist. Hier ohne geht's ja weiter. Das ist die Yamaha, gell? Die Yamaha BSA. Die BSA? Mit Yamaha-Motor. Ja. Die BSA-Yamaha, ja. Muss ich halt jetzt neue? Ach, hier hast du nur erstmal den Tank von unten drunter lackiert? Den habe ich komplett. Und von innen erstmal überall und dann von außen neue mache ich. Ich muss es ja irgendwie. Genau. Anpacke dann. Also das ist jetzt Grundierung, das weiße. Das weiße ist Grundierung, das sieht schon alles ganz gut aus. Ja, sieht gut aus. Und neue wieder schwarz matt und am Samstag, wenn der kommt, kann man zusammenbauen. Okay, super. Geil. Jetzt habe ich. Oh, hier geht's weiter. Die BSA, ja mal. Hier geht's weiter. Was ist denn hier für Rohr jetzt drauf? Ja, das hat er mitgebracht. Das hat natürlich auch hin und vorne nicht gepasst. Das ist das Original, das da hier. Ja gut, das hatte mir schon auf dem Bild, da brauchen wir nicht weiter zu schwätzen drüber. Das will er nicht kaputt machen, das will er eventuell nochmal drauf machen. Aber was hast du denn jetzt hier wieder speziell gemacht? Ja, der hat ja hier so ein Rohr mitgebracht, das hat ja alles nicht gepasst, da habe ich jetzt hier ein Stück. Das hast du jetzt schon mal so angeheftet? Das habe ich jetzt mal so geheftet, ob das vom Style her so bleiben soll. Sieht doch gut aus. So hat er es hingehalten, denke ich mal. Und so könnten wir die verbauen. Das ist ja auch wieder geil. Und hier hinten will er noch abschneiden, hier hinten, und wir haben ja hier unseren Kessel, ja, genau. Habe ich ja schon gesagt, das wird auch nichts, weil der will einen Beiware eventuell dran machen. Was? Einen Beiware, will er sich doch da besorgen irgendwo. Mit dem kleinen Einzylinder? Ich weiß, so ein leichter halt, da gibt es so einer von irgendwo her. Ja, gut. Und hier wird noch ein Bohrer, ein 45 Grad Bohrer dran geschweißt. Der wird dann hier so längs auf Oval geschnitten, okay, dass das hier neben ausmacht. Ein Traum. Gut. So. Ja, am Samstag haben wir zusammenbauen. Okay. Kommt das halt nächste Woche Rückblick für nächste Woche. Ja, genau. Wir können. Die Woche geht das nicht mehr. Ne, geht nicht alles rein. Es geht nicht alles auf einmal. Ich habe da vorne heute auch richtig Action gehabt, ne? Aber richtig gut. Der Prank war ja heute, ist ja auch da. Das läuft alles. Ja, sieht alles gut aus. Okay, hier, dann machen wir Schluss. Tschüss. Jo. Hallo!
Mittag, die Würste sind heiß. Thema, ein Spektakel. Ah, heiße Würste. Dirk, komm. Jetzt kommen sie angelaufen. Große Diskussion, gell? Ich hab diesmal nicht gekocht, weil, guckt euch's an, die Würste sind nämlich aufgeplatzt. Ich war's nicht, er war's. Ich war's. Du war's. Mir macht's nichts aus. Ja, dir macht's nichts aus, aber ich krieg da Anschiss. Daher erzähle sie überall wieder, Druschel kann nicht kochen. Gell, Samir? Hm. Hab ich auch nicht. Ja. Hier mal was anderes, wenn wir schon gerade dabei sind. Wir haben Freitag. Ja. Toll. Habt ihr der YouTube-Gemeinde was zu sagen? Wie jede Woche. Jedes Wochenende halt. Ja. Ja. Ich mag es nicht. Ich hoffe, den Leuten geht's ohne Motorradfahren besser als uns. Ja, wir haben nämlich komplette Entzugserscheinungen. Brian, du bist auch schon heiß, gell? Ja, heiß auf Würste und aufs Fahren. Ja. Du hast ja die Woche auch sehr viel mitgearbeitet. Du bist ja auch im Bild da die Woche. Immerhin mal, gell? Die Fans, Mensch. Die Fans, ja, kommt alle mal rum. Ja. Sehr tolle Erfahrung, die man hier macht. Aber bitte erst im Sommer, jetzt ist alles hier zu kalt. Es ist wirklich arschkalt. Ja, aber wir haben ja den Ofen an. Ofen ist an, alles ist hier, du hast heute noch nichts gearbeitet. Du hast heute die Würste aufplatzen lassen. Ich musste mich ja um die Gemeinschaft hier kümmern. Ja, das dauert ja nur 10 Minuten. Ach so. Geschafft hast du auch nichts, hast alles in deinem Handy rumgespielt. Ja, viel Gott, ich musste ja auch gucken, dass mein Vergaser jetzt mal... Laber nicht rum, willst du den Leuten auch was sagen? Ich habe, glaube ich, jetzt schon alles gesagt. Also, sagst du dir nicht mehr guten Tag. Ja, hallo. Ja. Ich hoffe, euch geht es allen besser als mir. Der muss nämlich einiges aushalten, aber ist selbst dran schuld. Deswegen hat gerade den schlechten Laune. Ich bin jetzt wieder lieb und dann klappt das, oder? Macht's gut, tschüss. Eben ist gerade Alfred auch noch gekommen. Ja, ich habe aber kein Wurst gekriegt. Ich habe noch zwei da. Also wir haben es nicht gepackt. War ein witzig, gerade ein Kabel, ist gut. Okay. Ja. Und jetzt ist Wochenende angesagt. Ich sage mal schönes Wochenende an alle. Und nicht so schnell fahren im Schnee. Ja, mach's gut. Tschüss.